Wir wollen leistbare und erneuerbare Energie in Europa fördern und auch fordern, dass in Zukunft hier mehr gemacht wird. Gerade im Horizont 2020, im neuen Rahmenforschungsprogramm, ist der Schwerpunkt leistbare Energie und die soll effizient hergestellt, aber vor allem auch effizient verbraucht werden. Das sind die Ziele, die wir uns gesetzt haben und das spürt dann jeder in seiner eigenen Brieftasche. Und gerade in der eigenen Brieftasche kommt es darauf an, das Geld, das man hart erarbeitet, sinnvoll auszugeben. Und wenn die Energierechnung sinkt, kann man es für etwas anderes verwenden. Europa importiert derzeit für 500 Milliarden Euro jedes Jahr Energie. Und ich glaube, es ist nicht notwendig, so viel Geld dafür auszugeben. Wir sollten schauen, was wir selber produzieren können. Und da kommt Europa jetzt richtig in Schwung. Wir haben gesehen, dass wir sehr viel in Europa selber machen können. Und das freut mich, wenn man merkt, Europa hat Energie.